Depressionen lassen sich gut behandeln. Wenn im Kindes- und Jugendalter eine Depression diagnostiziert wird, empfehlen wir zunächst eine ambulante Psychotherapie zur Behandlung. Das heißt in der Regel wöchentliche Therapietermine bei einer Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin oder einem Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin. Wenn diese ambulante Psychotherapie nicht ausreichend wirksam ist im Verlauf und zudem die Symptome eine gewisse Schwere erreichen, kann die Behandlung noch um Medikamente gegebenenfalls ergänzt werden. Eine tagesklinische oder stationäre Behandlung kann notwendig werden, wenn auch hier die Symptome einen gewissen Schweregrad erreichen und dadurch verschiedene Aktivitäten im Alltag nicht mehr ausgeführt werden können, beispielsweise der Schulbesuch nicht mehr gelingt oder es vermehrt zu Suizidgedanken kommt. Tagesklinisch bedeutet dann, dass die Kinder und Jugendlichen unter der Woche tagsüber bei uns in der Klinik zur Behandlung sind, aber zu Hause übernachten und auch die Wochenenden zu Hause verbringen. Im Gegensatz dazu ist es bei der stationären Behandlung so, dass die Kinder und Jugendlichen die ganze Zeit bei uns in der Klinik zur Behandlung sind. Eine weitere Behandlungsmöglichkeit sind Gruppentherapien. Aus der neueren Forschung wissen wir hier, dass auch die Integration von Sport- und Bewegungstherapie zur Behandlung von Depressionen im Kindes- und Jugendalter nützlich sein kann. Was können Sie als Eltern machen, wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Kind hat sich deutlich verändert und Sie haben Sorge oder vermuten, dass vielleicht auch depressive Symptome eine Rolle spielen könnten oder vorliegen könnten? Hier würden wir zunächst allgemein empfehlen, dass Sie versuchen, das Gespräch zu Ihrem Kind zu suchen. Das heißt, dass Sie versuchen, einen ruhigen Moment abzupassen, wo Sie mit Ihrem Kind alleine sprechen können und in diesem Gespräch dann Ihre Sorgen oder Ihre Wahrnehmung dem Kind rückmelden können. Sie können dann Ihr Kind fragen, wie das Kind es selber einschätzt, ob die Wahrnehmung vielleicht stimmt oder ob es gegebenenfalls andere Erklärungen für die Verhaltensveränderungen geben kann. Bieten Sie auch gerne Ihrem Kind ein Vertrauensgespräch an zur allgemeinen Situation, in der sich das Kind gerade befindet. Was beschäftigt es gerade? Was gibt es für Gedanken, die im Kopf herumschwirren? Welche Gefühlslage liegt gerade vor? Wenn Ihr Kind sich eher zurückzieht und weniger aktiv ist, einige Aktivitäten vernachlässigt, würden wir auch empfehlen, dennoch immer wieder Ihrem Kind Angebote zu machen, etwas gemeinsam zu unternehmen. Das können Kleinigkeiten im Alltag sein, beispielsweise ein kurzer gemeinsamer Spaziergang oder das Einnehmen einer gemeinsamen Mahlzeit oder auch das Schauen einer Folge einer beliebten Serie Ihres Kindes. Auch so kleine Unternehmungen können bereits einen Effekt haben und nützlich sein. Wenn Sie darüber hinaus Ihrer Sorge nachgehen möchten und mit einer Fachperson darüber sprechen möchten, inwiefern könnten diese depressiven Symptome tatsächlich zu einer vollumfänglichen Depression gehören, würden wir hier empfehlen, zunächst mit der Kinderärztin, dem Kinderarzt zu sprechen oder sich bei einer Beratungsstelle Rat zu suchen und dort die Thematik zu besprechen.